Willkommen zurück zu Die Gilde Gauklergruften und Geschütze. Gut, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Ja, wir haben hier endlich unser Schenke ausgebaut zum Gasthaus. Und können jetzt auch bessere Waren herstellen. Was brauchen wir dafür? Der hat euch aus Unzufriedenheit bestohlen. Wo war wo? Der Papst ist Wieso? Ich zahle doch lange genug. lebe der Papst. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Mein Gott. Verdient Anerkennung. Okay, das war bei Ihre dem Betrieb. Fähigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk, dann Was wollte ich werdet denn ihr machen? Ach selbst die ja. Verbesserung spüren. Was soll der herstellen? Ach ja, Weingeist. Okay, ein von euch benutzter Gegenstand hat seine Wirkung. Gibt es eigentlich ein freies Amt? Das muss ich mal ganz kurz nachschauen. Quick Save. Nein. Gut. Oh, nicht schon wieder. Ladung ist zu schwer, ja, super. Zustand, was ist euer Wille? Angriff. Für die Ehre, nieder mit dem Gesindel. Flieht, ihr Narren. Hey, warum flieht ihr nicht? Schützt die Stadt. Ja, so sei es. Vorwärts. Nehmt dies. Okay, was wollte ich machen? Ach ja. Ich brauche für alles Weingeist, gell? Silber, Beschlag, Farbe. Gut, mal vorspulen. Na komm. Gut, Silber, Beschlag. Wo gibt's eine Farbe? Ah, Farbe. Gut, dann bring es mal zurück. Oh, das sollten wir mal vielleicht auch ausbauen. Sicher, sicher. So. Ja. Eine Erweiterung an Ja. einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Gut, der Kran ist zurück. Das heißt, wir laden mal alles aus. Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Gut, wie hoch ist denn der Preis gerade für den Bier? Okay. Oh, der ist ja abartig niedrig. Gut, dann machst du mal Schädelbräu. Starkbier ist der Preis, der geht. Und was ist das andere? Dünnbier ist der Preis im Arsch. Fahnenbräu geht. Nee, mach mal lieber, die produziert noch Weingeist. Zwei Weingeist. Die brauchen ja hier Weingeist. Und was ist das? Kräuterschnaps. Naja, einer kann auch mal Kräuterschnaps machen. Und nicht schon wieder Kampf. Wir brauchen unbedingt Gerste und Hopfen. Wir haben viel zu wenig. Los geht's. Oh, unsere Arbeiter sind zu blöd. Das sind unsere Diebe. Also, einmal das hier, und jetzt warten wir auf den Karren.
Gut. Ja, gut. In einem eurer Umlandsbetriebe ist ein Rohstoffvorkommen entdeckt. Ja. Laden wir mal die Sachen hier aus. Könnten wir glatt eigentlich nochmal fahren lassen. Wir haben zu wenig im Lager. Nein. 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 Oh, Entschuldigung. Okay. Keine Wahl, also eine Absetzung, ja, Absetzung. Nee, die ist uns eigentlich wohlgesonnen, wir sind mal dagegen. Okay. Ja, sie hat es leider nicht geschafft abzusetzen. Tja. Gut, dann machen wir. Ah, Büro Studium geht immer noch. Oh mein Gott, wie lange geht denn das? Und reparieren. Wer ist denn verstorben? Okay, ein Angestellter. Okay, in diesem Jahr, okay, passt. Schenke. Wow, das ist mal viel Umsatz. Auch nicht schlecht. Steinbrecher. Okay, passt. Erbschaft. Meine Frau ist gestorben. Möge sie in Frieden ruhen. Gut. Hallo? Karin, du bist so angekommen. Oh, nee. Der ist wahrscheinlich da. Ja. Kaufen, kaufen. Und losschicken. Das heißt, wir sünden mal wieder. Also sündigen. Kein freies Amt. Passt. Passt. Einbruch passt. Gut. Dann warten wir immer noch, dass die es hier herstellen, alles. Einer macht Weingeist, der sollte vielleicht den Schädelbrand herstellen. Ja, passt. Das ist gerade nicht im Angebot, auch nicht. Oh, Starkbier ist im Angebot. Wobei, wir sollten eine Körnermahlzeit erstellen, weil die ist ja weg. Also. Ah, okay. Wir wollen ja, dass unsere Gäste abends auch genug zu fressen haben. Daher brauchen wir auch schön Körnermahlzeiten. Gut, der kann dann wieder auf Starkbier gehen, oder die? Die. Der Rest produziert noch die sonderbaren Gegenstände hier. Gut. Wir sollten auch langsam mal fertig werden. Ah, wir können endlich unseren 6. Meistertitel erreichen. Haben wir hier eigentlich alle Upgrades? Ja, okay, Einbruchschutz brauchen wir nicht, aber der Rest passt gut. Euch und nur euch die besten Wünsche. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs über Produktionsdauern gesteigert. Ihr seid nun ein wirkliches Genie im Talent Handwerkskunst. Ihr könnt dieses Talent nicht weiter steigern. Gut.
Oha, das Jahr des Sterbens. Holzfäller ist tot, Minenarbeiter ist tot, Holzfäller ist tot, Minenarbeiter. Aber ich hoffe natürlich, unsere Betriebe laufen noch, oder? Ja. Ist ja kein Vorarbeiter gestorben, oder? Nee, passt. Gut, dann produzieren wir immer noch Starkbier. Was braucht eigentlich Starkbier? Ah, okay, nicht viel. Ah, wir haben endlich unseren Rang, unseren sechsten Meistertitel erreicht. Höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Patron. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Schenke, das Wirtshaus und das. Wir sollten vielleicht uns jetzt mal auf einen anderen Betrieb fokussieren. Ihr werdet um Schutzgeld erpresst. Parfümerie könnte man machen. Oder? Weil es davon nur zwei gibt. Also weniger Konkurrenz, oder? Drei, okay. Steinmetz, Steinmetz. Und vor ein paar Folgen habe ich doch gesagt, dass irgendein bestimmter Betrieb hier so unterpräsentiert ist. Ach ja, Tischler war es, glaube ich. Ja, das Problem ist, hier gibt es nur einen Tischler, oder? Der macht auch dann ein Mordsgeschäft, würde ich sagen. Oh nein, es gibt noch einen. Ja, okay, dann könnte ich ins Tischlereigeschäft einsteigen. Wird sich sicher lohnen, oder? Oh, nicht schon wieder ein Überfall. Ja, unser Meister war so blöd, mit 3500 Budget keine Eskorte zu machen. Ja, wir müssen es machen. Okay, Erbschaft. Passt. Einbruch passt. Passt, passt. Wir müssen mal wieder beichten. Ja. Gut, Tischler war es, gell? Also, wechseln wir unseren Beruf. Oh, wir haben nicht genug AP-Punkte. Das geht leider nicht. Also Aktionspunkte. Müssen wir aufs nächste Jahr warten. Oh mein Gott, Starkbier wird gerade sowas von malträtiert. Dann müssen wir doch wieder auf Fahnenbräu gehen. Ja, nee, es lohnt sich jetzt nicht mehr zu verkaufen. Der Preis war so hoch und jetzt ist er wieder so niedrig. Wir schwimmen gerade zum Geld, obwohl die meisten Betriebe von unseren Meistern geleitet werden. Wer macht denn so viel Geld? Okay, die Diebesgilden so scheint. Ein von euch benutzter Gegenstand hat seine Wirkung verloren. Pff. 5000 ist auch nicht gerade wenig. Okay. Also aus irgendeinem Grund tun unsere Betriebe so ungefähr pro Betrieb, glaube ich, 5000 plus machen. Also nicht wenig. Gut, Starkbier ist gerade out. Dann produzieren wir wieder Fahnenbräu. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Passt, passt. Studium läuft wahrscheinlich immer noch, ja. Ach ja, und die Zeit ist mal schon wieder rum. Dann speichere ich mal kurz. Wo ist es denn? Moment mal, 24, 26, 28, 30. Ah, hier. Ja, überschreiben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage bis zum nächsten Mal.